So, jetzt Hüntela. Macht den Ball gut fest. Hüntela nochmal raus zu Bostoan. Flanke kommt nach vors Tor. Oh, Tor! Soziala! Schalke geht in Führung. Jawohl! Vierte Minute, Suazerda. Und ich höre mal wieder die Torhymne. Das ist ja was ganz Neues. Erstes Heimtor unter Dimitrios Gramotzes. Das ist ein guter Ball von Utschipka auf Hüntela. Der ist nicht im Abseits, der macht den Ball gut fest. Spielt ihn raus zu Bostoan. Der haut das Ding mit voller Wucht in die Mitte. Gikiewicz sieht nicht gut aus. Und Serda nutzt das Ding. Jawohl, geht doch. Hüntela leitet es ein. Bostoan mit der Vorarbeit. Gikiewicz mit dem Fehler. Und Serda steht Gold richtig. Traumhaft. Traumhaft. Okay, was ein Gefühl. Nach 4 Minuten führen wir schon. Das kann es ja keinem erzählen. So, Torhüter überprüft, aber das wird kein Abseits gewesen sein vom Hunter, außer ich habe krumme Augen. Boah, ja gut, das könnte jetzt wieder die Fußspitze im Abseits sein. Ja, also wehe. Also war Hüntela im Abseits beim Zuspiel von Utschipka. Das wäre jetzt typisch. Gut, Millimeterband wurde angelegt. Hüntelas Fuß ist nicht so lang. Und somit führt Schalke mit 1-0. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, guter Ball raus zu Utschipka. Komm, flank das Ding rein. Wir haben den Hunter. Da ist er! Hüntela! Oh, schade! Der Hunter ist da! Und der Hunter will! Und der Hunter reklamiert, will den Eckball haben. Und Schipkas Flanke wird abgefälscht von Bostoan. Und dann der Hunter fackelt nicht lange, haut das Ding drauf. Das ist ja ein Träumchen hier. Und es war ein Eckball, jawohl. Oh, da rutscht Schau weg. Richter wird geschickt und fern! Erste Top-Chance für Augsburg. Da rutscht Schau weg, dadurch entsteht eine Lücke. Richter wird in Szene gesetzt nach der Balleroberung von André Hahn. Vargas mit einem guten Zuspiel. Richter da bleibt Stambouli stehen. Das darf natürlich nicht sein. Und die erste richtig gute Chance für Augsburg. Stambouli mit Becker. Gut, von Arid und Becker. Da ist jetzt Raum. Becker raus zu Arid. Jetzt muss die Flanke kommen Richtung Hüntela. Arid immer noch. Hat ganz viel Zeit. Immer noch. Serda mit dem Schuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Abschuss ist ja nix, aber das war eine sehr, sehr gute Chance. Da war deutlich mehr drin. Gut rausgespielt am Ende auch von Amin Arid. Und Serda macht es ein bisschen zu locker. So, jetzt André Hahn. Danke, komm. Stambouli mit der Vorarbeit für Vargas und Fährmann überragend. Den muss Stambouli irgendwie anders klären. Und Vargas mit einer guten Chance. Und Fährmann steht im Torwart-Eck und kriegt die Kralle hoch. Stark. Schobel, Schobel, Leo, Flanke kommt. Die ist nicht ungefährlich. Richter mit dem Schuss und Fährmann überragend. Petersen noch einmal geblockt von Aydin. Eckball Augsburg seit langem mal wieder eine gute Chance. Und Fährmann ist wie gewohnt zur Stelle hier gegen einen guten Abschluss von Marco Richter. Aber eher für den Linksfuß. Hüntela traut sich das zu! Der ist gut! Gikiewicz! Hüntela! Macht ein starkes Spiel und hier hat er sich fast belohnt. Guter Freistoß! Oh, der hat perfekt gepasst! Und Gikiewicz, gute Flugparade hier. Und das war's! Schalke 04 besiegt den FC Augsburg. Erster Sieg unter Dimitrios Gramotzes. Und das geht in Ordnung. Das war eine gute Leistung.